ist am Abend rot. Die Fans sind das Schwarm. Thank you.
5-3-2 bei Bremen. Jungs, zeig's den Bremern. Ja, Mann! Zwei Tore am Ende der ersten Halbzeit. In dieser Nachspielzeit das letzte Tor für den FC Bayern München. Genialer Pass von Philippe Coutinho, der Torschütze. Und für Nummer 9, Lewandowski! Zwei! Null! Danke! Bitte! Das war's, Werder. Voll. Live, Baby. So ein geiles Ding und auch noch live auf Band. Geil. Geil, wie geht's hier? Philippe Coutinho!
Frau Müller, schießt. Ja. Ja! Ja, Mann! Schon wieder live auf Band. Ja. Danke, Robert! Juhu! Yeah! Okay, auch live auf Band. Geil. Zwei Tore live auf Band. Jawohl. Lewandowski. Doppelpack Robert Lewandowski. Oh yeah. Yeah. Yes, baby. So muss laufen, Jungs. In der 72. Spielminute Tor für den FC Bayern München und wieder durch unsere Nummer 9, Robert Lewandowski. 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 Wir haben schon wieder einen neuen Spielstand. FC Bayern München. 4. Werder Bremen. 0. Danke. Bitte. Die Bayern. Danke Köln, jawohl. Sauber Köln. Yeah. Jawohl. Freiburg hinter. Leverkusen ist hinter. Nur schade, dass Dortmund führt. Klar führt. Alter, ja Mann! Ja! Jawoll! Jawoll! 5-1, ja Mann! Ich freue mich so noch! Oh Mann! Yes! In der 75. Spielminute das nächste Tor für den FC Bayern München. Der Runde Nummer 25. Der Mann heißt Thomas Müller. Thomas Müller. Thomas Müller. Ich habe ja gesagt, er schießt. Ich habe zwar nach 4-1 aber mache als 5-1. 0. Danke. Bitte. Stand 6-1 für Bayern. Oh yeah! Mann des Abends, Coutinho! Oh
aber Bremen hat gut gespielt. 6-1, naja, es hätte auch höher ausgehen können, aber Bremen war in Hälfte 1 ordentlich. Hat gut gespielt. Bayern war defensiv, sehr anfällig. Hätte Bremen auch ein zweites Tor noch machen können, locker. Und wir aus Bayern hätten sogar 10 oder 11 machen können, ohne Übertreibung. Wahnsinn. Aber am Ende zählt der Sieg, 3 Punkte. Und am Ende war es noch souverän mit 6-1. Top. Oh yeah.